Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Ist Übergewicht ein Zeichen dafür, dass jemand faul und undiszipliniert ist? Ist Schönheit ein sicherer Garant für Erfolg und Glück? Wir alle haben die Tendenz, andere nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Aber das ist oftmals heikel. Grüezi und ganz herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Heute zum Thema «Körper machen Leute». Die Romana Wickihalder kommt mit einer Missbildung auf die Welt. In der Schule wird sie darum ständig gecancelt. Für sie ist klar, es braucht eine Operation. Und Giulia Perumbuli kämpft ihr Leben lang gegen Übergewicht. Kaum hat sie die Diät abgeschlossen, kommen die verlorenen Kilos wieder zurück. Und das Magenband bringt auch nicht den gewünschten Erfolg. Aber zuerst zu der Graziella Rogers. Sie ist die schöne Tochter eines tamilischen Immigrant und einer Schweizerin. Im 09 gönnt sie den Titel Miss Earth Switzerland. Das öffnet ihr beruflich ganz viele Türen. Was daraus geworden ist, zeigen wir Ihnen jetzt. Graziella Rogers hat sich vor einem Jahr einen Kindheitstraum erfüllt, eine Harley Davidson. Sie genießt es, auf zwei Rädern durch die Schweiz zu cruisen. Das Harley-Fahren zeigt über mich, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Ich habe gerne Strasse, ich habe gerne Motor, ich bin gerne unterwegs vor allem. Und ich bin eine ganz liebe, aber manchmal vielleicht auch eine freche. Graziella kann auch ganz anders. 2009 wurde sie zu Miss Earth Switzerland gekürt. Sie erinnert sich zurück an die Wahl vor über 7 Jahren. Ich habe mich damals bei der Misswahl angemeldet, weil ich von der Vorgängerin gehört habe, die sich stark gemacht hat gegen häusliche Gewalt. Und irgendwie hat mir der Gedanke gefallen, dass man eben nicht nur eine Miss ist, sondern diesen Titel kann brauchen, um sich für einen guten Zweck einzusetzen. Als ich dann Miss geworden bin, das hat mir schon sehr viel bedeutet. Auch weil es eben ein Titel ist, wo es nicht nur ums Aussehen geht. Mit dem Titelgewinn werden der damals noch unbekannten Schauspielstudentin unerwartete Model- und Moderationsjobs angeboten. Ihr Aussehen öffnet ihr neue berufliche Möglichkeiten. Sie bricht ihr Medienwissenschaftsstudium ab. Irgendwie bin ich in die neue Welt hineingekommen und habe es für dann auch in dem Sinne nicht mehr gebraucht, weil ich auch so irgendwie Angebote bekommen habe, für Events zu moderieren oder ja, eine kurze Zeit im Fernsehen gearbeitet. Von dem her hat sich das dann wie so ergeben. Und einer Stilistin, dass Graziella einen heißen Look verpasste. Graziella Rogers reist in ihrem Amtsjahr an viele Fotoshootings und Modeschauen. Sie engagiert sich in humanitären Projekten wie einem Waisenhaus in Südindien oder steht für Umweltprojekte wie Solaranlagen mit Greenpeace. Ich habe noch nie so viele Schuhe und so viele Kleider an einem Ort gesehen wie hier. Ich behaupte, ich bin vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch, aber wenn ich diesen Titel nicht gewonnen hätte, dann hätte ich keinen von diesen Jobs bekommen. Weil als Miss wird man vor allem gebucht wegen dem Namen, wegen dem Titel. Wenn ich den nicht hätte, wäre ich sicher gar nicht in das Business reingekommen. Aber ich denke schon, dass es da Gott ein Türchen aufgetan hat. Auch, dass ich während meinem Amtsjahr sehr viel Gunst erlebt habe bei den Leuten. Gelegentlich arbeitet Graziella auch noch als Model. Heute Abend läuft sie bei einer Modenschau in Solothurn bei der Designerin Sabina Burkhardt. Alle zwei Jahre findet eine größere Modeschau statt, an der Graziella mit anderen Models die neue Kollektion vorstellt. Heute präsentiert sie die Kleider in einem kleineren Rahmen. Graziella liebt den persönlichen Kontakt zu den Gästen. Ja, das fast lieber, als wenn ich so ein Nummer ist irgendwo. Das hat auch seinen Reiz, das ist spannend, das habe ich gerne gemacht für eine Zeit. Aber ich bevorzuge wirklich mittlerweile einfach die Leute auch kennenzulernen, die man
mit ihnen zu tun hat am Abend. Ich würde jetzt nicht allzu, weißt, nicht so mega krank. Graziella hat auch eine Ausbildung zur Visagistin absolviert. So kann sie bei kleineren Jobs die Frisur und Make-up selber machen. Schönheit hat für Graziella zwei Seiten. Ich glaube, dass Schönheit von Gott kommt. Das ist ganz klar. Und ich glaube auch, dass jeder mit seinem Aussehen, mit seiner Schönheit Verantwortung hat. Aber der grösste Teil der Schönheit, den wir sehen, ist Illusion. Ich weiss es selber, ich habe Fotos von mir selber, die ich mir nicht erkenne. Ich weiss, was Photoshop kann, ich weiss, was alle die Computerprogramme können. Und ich weiss, dass das, was man am Fernsehen sieht, das, was man in den Heftchen sieht, nicht die Realität ist. Und dass es am Schluss wirklich zum Unglücklichsein führt. Die hat auch die Länge, die im Moment innen ist. Also ich habe sicher meine Tiefpunkte erlebt. Gerade wenn man so als Model unterwegs ist, ist man sehr viel alleine. Und ich bin nicht ein Mensch, der sehr gerne alleine ist oder vielleicht sehr gut damit umgehen kann. Das ist sicher etwas. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich in diesem Modebusiness aufhält, dass eine der Gefahren sicher ist, dass man sich selber anfängt, die Frage zu stellen. Ich habe das viel erlebt, immer noch heute vor Auftritten, dass ich das Gefühl habe, ach, irgendwie hier ist ein Kilo zu viel, da stimmt etwas nicht, ist auch mein Make-up okay und Haar und bla bla bla. Weil man sich einfach zu fest mit dem beschäftigt, weil die Gedanken dann irgendwann einen Überhang nehmen, die eigentlich nicht gesund sind und dem nicht gut tun. Hauptberuflich arbeitet Graziella heute beim Hilfswerk AVC, das sich für verfolgte Christen einsetzt. Ihre Aufgaben liegen vor allem im Bereich Kommunikation. Sie ist für Texte, Events und Jugendeinsätze zuständig. Ich war vor ein paar Jahren so ein bisschen im Wehrweisen, ob ich weitermachen möchte mit dem Selbstständigen als Model und Moderatorin. Und habe irgendwie noch etwas Stabiles gesucht in meinem Leben und auch das Gefühl, ich möchte gerne wirklich etwas Sinnvolles machen. Und ich bin jetzt seit 4 Jahren bei AVC und wirklich sehr happy, fühle mich sehr wohl und habe das Gefühl, ich sei jetzt wirklich am richtigen Ort angekommen. Dass sie als Person nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt, stört sie nicht. Ich arbeite sehr gerne eben nicht mehr im Rampenlicht. Es gibt gewisse Sachen, die ich noch mache, gewisse Jobs oder so, aber das ist schon das, was ich gerne habe. Da spielt es auch keine Rolle, wie man aussieht, sondern es kommt wirklich Es geht wirklich darum, um das, was man macht und nicht um die Person, die man ist oder sollte sein oder gerne wäre oder was auch immer. Ich habe das Leid gesehen von dieser Welt und ich wohne aber in der Schweiz und mir geht es gut. Und ich denke, als Schweizer ist es immer so eine Herausforderung, dass wir zum einen dankbar sind für das, was wir haben. Das sollen wir auch und das dürfen wir auch das geniessen und gleichzeitig einfach nicht vergessen, dass es Leute gibt, die es eben nicht so gut haben. Bei AVC zu arbeiten ist für mich eigentlich eine wunderschöne Arbeit, weil ich am Abend heimgegangen und irgendwie das Gefühl habe, ja, auch wenn es nur eben meine paar Brötchen und Fischchen sind, aber ich habe sie gegeben und ich habe mein Bestes probiert. Ich habe definitiv nicht das Gefühl, dass ich mein Körper bin, aber mein Körper prägt mich sicher. Aber auch noch wichtiger als das ist, dass ich meinen Körper präge und dass es wichtig ist, für welche Gedanken dass ich mich entscheide, die ich über mich habe. Ich muss sagen, dass ich heute weniger Selbstzweifel habe als zu den Zeiten, zu meinen Modelzeiten oder zu meinen Messezeiten, obwohl ich heute wesentlich mehr Kilos auf den Hüften habe. Ich finde mich gut und ich weiss vor allem, dass Gott mich gut findet. Und dann ist der Rest eigentlich nebensächlich, weil dann strahlt man die Schönheit aus und das sehen die anderen Leute auch. Wenn Menschen eine Behinderung oder Missbildung haben, ist es manchmal schwierig zu wissen, ob man sie darauf ansprechen darf oder besser nicht. Romana Wickiholder hat die Reaktion auf ihr Äußeres oft sehr negativ erlebt. Schon in der Schule ist sie wegen ihrem schrägen Gesicht ständig ausgelacht und gecancelt worden. Musicalwoche in Freienstein. 5 Tage werden geübt. Am Freitagabend ist die Aufführung. Als Einstieg gibt's erstmal ein Spiel. Die Woche wird von der reformierten Kirche und der Freikirche Crijona angeboten.
Viele der Mitarbeiter nehmen extra eine Woche Urlaub, um dabei zu sein. So auch Romana Wickihalder. Das Musical ist wirklich mein Highlight vom Jahr. Auf das warte ich jedes Jahr. Das ist für mich fast zu kurz, nur eine Woche. Weil einfach mit den Kindern zusammen sein, gerade jetzt, wenn sie so viele sind, und vorbereiten, für alle zusammen das Plenum zusammenstellen und Bastelideen und nachher mit den Kindern wirklich eine Woche unterwegs sein. Es gibt nichts Schönes. Es ist einfach schön, mit den Kindern unterwegs zu sein, ihnen etwas mitgeben fürs Leben. Das ist für mich, ich liebe es einfach. Ich kann es nicht anders sagen, für mich sind Kinder, ja, einfach die Sonne, die aufgeht. Oder? Und sie sind eben noch so unbeschwert. Nein, aber ich habe das verstanden. So lebensfroh wie die Kinder in der Musicalwoche erlebte Romana ihre Kindheit nicht. Sie ist mit einer Missbildung zur Welt gekommen. Auf ihrem ehemaligen Schulhof erinnert sie sich an ihre Kindheit. Ja, also, ich war schon so lange nicht mehr da und es kommt vieles auf sie. Ich bin da manchmal mit Tränen rausgelaufen. Das ist noch schwierig, ja. Es sieht alles noch so gleich aus von den Häusern her und man hat das Gefühl, es sei erst gerade passiert. Und das ist doch schon so lange her. Romana kam ohne ihr rechtes Ohr zur Welt. Auch Unter- und Oberkiefer sind nicht richtig ausgebildet. Die eine Seite ihres Gesichts ist dadurch entstellt. Je mehr sie wächst, desto schiefer wird ihr Gesicht. Es hat Tage gegeben, da wäre ich am liebsten einfach im Schulzimmer geblieben. Weil man ist immer wieder mit den Leuten konfrontiert, von der Klasse und vor allem auch von der Oberstufe, die sich dann natürlich lustig gemacht haben über mich. Ich habe schon viel versucht zu überspielen, dass man es nicht merkt und innerlich ist am Zerbrechen. Romana hat in ihrer Kindheit wenig Unterstützung erlebt. Für sie steht fest, mit 16 will sie sich operieren lassen. Aus Knorpeln der Rippen und Hüftknochen wird ihr der Arzt einen Unter- und Oberkiefer gestalten. Leider ist es dann eben nicht bei einer Operation geblieben. Bei der zweiten hat es sogar Komplikationen gegeben, also mit einem Magendurchbruch. Es war wirklich sehr gefährlich und lebensbedrohlich. Und nachher hat es halt dann immer mehr Korrekturen gegeben. Und dort muss man noch ein bisschen ansetzen und da muss man den Weg nehmen. Also es ist dann doch nicht so schnell gegangen oder so einfach, wie Sie zuerst gesagt haben. Die dauernden Komplikationen und langwierigen Genesungsprozesse dämpfen Romanas Lebensmut. Auch die Operationen hatten nicht die erhoffte Wirkung. Ich konnte mich nie annehmen. Ich hatte bei jeder Operation die Hoffnung, dass es nachher besser wird. Und es war nicht besser, in meinen Augen. Es ist einfach, dass der Wunsch nach einem geraden Gesicht, das war mir einfach das, was ich mir immer gewünscht habe. Und das hat man einfach nicht erfüllen. Trotz dieser vielen Operationen. Als Romana 20 Jahre alt ist, sieht es so aus, als würde die Versicherung keine Kosten mehr übernehmen. Sie sieht keinen Ausweg mehr und versucht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch ihre Mutter findet sie früh genug. Zu ihrem Vater hatte Romana immer eine sehr nahe Beziehung. Er war der, der mich immer unterstützt hat und auch mir immer wieder das Gefühl gegeben, hey, du bist gut und du bist stark und du schaffst das. Und er hat mir auch viel, wenn ich im Spital war, hat er mir Briefe geschrieben. Und das ist für mich schon sehr. Er war einfach mein Papi. Er hat mich auch immer sehr gut getröstet. Was Romana damals nicht ahnte, war, dass es auch ihrem Vater nicht gut ging. Als dieser sich das Leben nimmt, verliert sie endgültig den Boden unter den Füßen. Ich habe eigentlich, nachdem das passiert ist mit dem Papi, ist für mich klar gewesen, ich gehe jetzt zu ihm. Also jetzt habe ich endgültig genug. Die Operation ist nicht vorwärts gegangen, sie ist vorwärts gegangen, aber eben durch Komplikationen bin ich immer kränker geworden. Und dann war das für mich eigentlich so ein Punkt, mal, jetzt gehe ich auch zum Papi. Romana plant einen weiteren Selbstmord. Doch sie hört eine Stimme, die sie zurückhält. Sie ist betroffen, hält inne, weiß aber nicht, was sie damit anfangen soll. Für mich hat es Gott immer gegeben. Und auch in meinen vielen Operationen, ich habe immer zu ihm gebetet. Also Gott habe ich gern gehabt und ich habe auch gewusst, dass es einen Himmel gibt. Und
Für mich war das eigentlich klar, dass es eine Bewahrung war von ihm. Aber ganz sicher bin ich eigentlich erst später. Eine Bekannte von Romana erzählt ihr von Jesus und nimmt sie mit in ihre Kirche. Die Predigt spricht Romana sehr an. Ich habe dann ein Buch mitgenommen, zu Gott finden, aber wie? Und habe das heimgenommen und angefangen zu lesen. Und dann plötzlich gemerkt, mal, das gilt mir. Das ist das, was ich gesucht habe. Und so habe ich dann mich für Jesus entschieden und habe auch begriffen, was er für uns gemacht hat. Und habe auch mal können die Altlasten und habe ihm einfach mal alles ans Kreuz hergerührt. Und so dann mein Leben weitergelebt mit ihm. Der Moment, wo ich mich für Jesus entschieden habe, hat sich einiges geändert. Ich habe mich plötzlich angenommen gefühlt. Ich habe gewusst, dass mich jemand bedingungslos liebt. Und das hat mir mal schon gut getan. Und von dort weg habe ich Schritt für Schritt einfach immer mehr Angst verloren. Nach meiner Bekehrung war es wirklich so, dass die Werte vom symmetrischen Gesicht nicht mehr so wichtig waren für mich. Ich habe mich nicht mehr so um mich selber getrüllt. Ich habe das Gefühl, ich sei im Leben angekommen. Ich habe andere Prioritäten gesetzt und gemerkt, es gibt noch Wichtiges als mein gerade Gesicht. Obwohl es immer zwischendrin wieder mal vorkommt. 40 Operationen hatte Romana über die letzten Jahre an ihrem Gesicht. Im Rückblick auf ihr Leben kann sie ihrem Weg heute viel Positives abgewinnen. Es hat sicher so Schritt für Schritt gebraucht, als ich gelernt habe, diesen Menschen zu vergeben, die mir wehtun haben. Oder das einfach mal auf die Seite legen. Es hat Zeiten gegeben, in denen ich auch Seelsorge in Beanspruch genommen habe und wirklich mit den Leuten mal anders aufgeschafft habe von früher. Und dann habe ich das gar nicht mehr so schlimm gefunden. Die Kraft, die mein Aussehen heute hat, ist, dass ich das, was ich erzähle, was ich glaube, was ich durchgemacht habe, eine Bedeutung kriege. In der Schweiz gibt es immer mehr Leute, die ein Pfündchen zu viel haben. Und zwar Erwachsene sowie auch Kinder. Laut Statistik gelten rund 41% der Erwachsenenbevölkerung als übergewichtig. Und wenn man die überflüssigen Kilos erst mal hat, dann bringt man es häufig nicht mehr so schnell weg. Damit kämpft auch Giulia Perumboli seit fast 50 Jahren. Der Gang auf die Waage. Oft ein Ritual Widerwillen für Giulia Perumboli. Es gibt auch Zeiten, wenn es mir nicht so gut geht, dann mit in die Waage. Dann versuche ich, irgendwie mich selber zu betrügen, in dem Sinn, dass ich nicht drauf gehe. Aber schlussendlich weiss ich, irgendwann kommt der Tag vor Erkenntnis wieder. Huch, ich muss mich dem Kampf wieder stellen. Giulia beim Einkaufen im Vögele in Biel. Als Kind musste ihre Mutter ihr extra spezielle Kleider nähen, weil es in ihrer Größe damals nichts gab. Heute ist das anders. Einkaufen ist heute natürlich schon viel einfacher als früher. Man findet viel mehr für grosse Grösse. Alle haben sich auch ein bisschen spezialisiert. Es ist ja Marktglück geworden. Und von dem her ist es so einfach angenehm, etwas einzukaufen. Es macht auch mehr Freude, etwas einzukaufen. Also früher war es eher eine Belastung. Kannst du mir enseignieren, Madame? Oui, j'aimerais bien un top pour un peu l'été. Oui, avec un. Angefangen haben die Gewichtsprobleme, als Giulia 10 Jahre alt ist. Damals stirbt ihr Vater und sie fühlt sich in der Trauer allein gelassen. Das war natürlich für mich schon sehr einschneidend. Es war wie ein Weltuntergang. Eine Bezugsperson ist weg, plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. Und ich war viel allein mit dieser Trauer mit mir. Und ich habe schon einige Jahre gebraucht, um das zu überwinden. Und ich denke, dort hat sich halt auch Habits, also Gewohnheiten eingeschlichen. Vielleicht ein Frustessen, ein Trösterchen dort und an einem anderen Ort, das halt dann sich schlussendlich auch aufs Gewicht ausgewirkt hat. Guck
comment est-ce que ça va, madame? Oh, malheureusement pas, elle est trop petite. Mais on peut peut-être regarder pour un autre modèle? Oui, volontiers. Als ich die Pubertät habe, hat man natürlich schnell gemerkt, ja, dass ich andere Grössen habe, anderes Gewicht habe als Schulfreundinnen, Schulkolleginnen. Da wird es einem schon bewusst, dass man nicht der Norm entspricht. Von dem her habe ich schon ein bisschen drunter gelitten, unter den Blicken, die die Leute einem zugeworfen haben. Aber richtig bewusst ist es mir vielleicht erst geworden, als ich nachher selber eigentlich den Kilo der Kampf angesagt habe und gemerkt habe, es geht nicht einfach so ohne weiteres weg. Als junge Frau ist Julia sehr aktiv, schwimmt, ist in Bewegung. Trotzdem nimmt sie nicht wie gewünscht ab. Ihre genetische Veranlagung macht ihr immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Julia Perumboli in ihrem Atelier Fleur de Lys in Biel. Sie veredelt alte Möbel, gibt Workshops. Für Kunst und Kreativität hat Julia schon immer ein Flair. Als junge Frau lernt sie den christlichen Glauben kennen und engagiert sich in der christlichen Tanzgruppe Iris. Als ich andere Christen kennengelernt habe, die mir zeigten, wie man Gott wirklich auch im Alltag erleben kann oder ihm begegnen, sprich im Gebet, sprich in Beziehungen und das alles, hat das Ganze mir nachher wirklich auch eine Sicherheit gegeben oder einfach auch einen Frieden von dem, was ich irgendwo nach dem Tod von meinem Vater gesucht hatte. Sie näht Kostüme für die Tanzgruppe, träumt auch davon, selbst auf der Bühne zu stehen. Mein grosser Traum war ja eigentlich Tanzen, mich bewegen. Ich habe mich immer gerne bewegt und habe dann viel mal gemerkt, dass ich wohl das Wissen hatte oder auch Technik hatte, aber es halt nicht gleich ausgesehen hat wie bei jemandem Grosses, Schlankes und Graziles, sondern halt das Gefühl hatte, ja, es sieht ein bisschen plump aus. Und das war schon ein schmerzhafter Prozess, das zu gehen und mich auf Neues einzulassen. Und ich habe das Gefühl, Gott hat mir neue Sachen geschenkt. Ich muss nicht jemand sein oder etwas tun, für angenommen zu sein. Sondern Gott hat mich so angenommen, mit all meinen Macken, mit meinem Gewicht, mit all meinen Talenten. Und das hat eine Sicherheit und eine Wertschätzung gegeben, dass ich nicht mehr so sehr auf mich fokussiert war oder auf meine Probleme, auf mein Gewicht, sondern halt gewisse Sachen mehr konnte akzeptieren und sagen, es ist so und ich kann nicht jedes Ding ändern. Das Selbstwertgefühl ändert sich. Der Kampf gegen die Kilos bleibt. Mal nimmt sie ab, dann wieder zu. Mit 32 heiratet Julia. Ihr Mann ist aus Sri Lanka in die Schweiz gekommen. Bevor sie Kinder haben wollen, will sie noch mal richtig abnehmen, macht darum 4 Monate eine sogenannte Nulldiät. Sie nimmt vor allem Flüssigkeit zu sich, Vitamine in Pulverform und am Abend isst sie noch ein Joghurt. Kinder bekommen war immer ein Traum von mir. Und Bewusstsein, dass ja, Schwangerschaft halt eben auch Gewicht ansetzt, dass das nachher noch mehr Gewicht herumschleppen und alles. Und ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass es nachher dann gar nicht mehr geht. Und das war eigentlich ein grosser Motivator, zu sagen, jetzt muss ich noch mal dahinter. Heute würde Julia diese Kur nicht mehr empfehlen, doch sie wirkt. Julia nimmt 40 Kilo ab. Doch das Resultat ist nicht von langer Dauer. Sie wird Mutter von 3 Töchtern. Als die Kinder klein sind, hat sie weniger Zeit für Sport. Oft bin ich ein bisschen träge und faul gewesen, wirklich rauszugehen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass halt dort mein Gewicht stagniert oder raufgeht. Und gemerkt, dass wenn ich mich bewege, wenn ich Sport mache, wenn ich auch walken, dass das unterstützt, dass ich mein Gewicht in Kontrolle behalten kann oder auch runtergehen kann. Julia achtet auch darauf, dass sie medizinisch gut begleitet wird. Heute hat sie einen Termin bei ihrem langjährigen Hausarzt. Dr. Triacca ist der Überzeugung, dass in Julias Geschichte viele Faktoren zusammenspielen. Genetik ist sicher 50% von der Ausprägung vom Phänotyp der Adipositas. Dann gibt es natürlich auch Umgebungsfaktoren, eben Ernährung, körperliche Aktivität, Umweltfaktoren wie in was für einer Situation lebt der Mensch, welchem Stress ist er ausgesetzt. Julia hat auch mehrere Eingriffe hinter sich. 1999 erhält sie ein Magenband. Als es zu Komplikationen kommt, wird 2007 eine Magen-Bypass-Operation nötig.
Also bei einer Bypass, bei einer Standard-Y-Ruhe-Magen-Bypass-Operation kann man ganz, ganz vereinfacht sagen, man verkleinert den Magen um 2/3. Dann, als zweiter Aspekt, verkleinert man den Teil des Dünndarms, der Nahrung aufnimmt, in Form von so einem Bypass, auf 1,50 m. Der beträgt sonst mindestens 2,50 m. Die Verkleinerung des Magen bewirkt, dass er deutlich weniger Menge pro Zeit aufnehmen kann. Also seine Nahrungsmittelmenge pro Zeit sinkt. Er kann nicht mehr 2 Teller in 10 Minuten essen. Er sollte auch ein besseres Sättigungsgefühl haben. Das kann man aber nicht garantieren. Was sicher der Fall ist, wächst der Bypass-Operation, nimmt der Patient weniger gut Mineralstoff auf und Vitamin, zum Beispiel Vitamin B12, zum Beispiel Eisen. Also, dann würde ich jetzt noch die Vitamin B12-Spritze machen. Das ist gut so. Dr. Triaca bespricht mit Julia aber auch neue Strategien, wie sie mit Stress umgehen soll. Oh, das lenkt, das ist sehr gut. Eben in Drucksituationen, in Stresssituationen, dann zu versuchen, andere Strategien zu entwickeln als zu essen. Das hat mit der gesunden Ernährung nicht direkt zu tun, sondern es ist ein Strategiewechsel nötig. Der Magenbypass hat vieles erleichtert. Doch er ist kein Freipass. Julia Perumbuli achtet darum beim Kochen auf ausgewogene Ernährung. Doch ein bisschen von allem nicht verzichten, nicht zu streng. Aber vor allem, was mir wichtig ist, ist wirklich auch viel Gemüse, nicht zu viel Kohlenhydrate, aber auch ein bisschen Fleisch. Abendessen mit ihrem Mann und der jüngsten Tochter. Heute sind Julia innere Zufriedenheit und Gesundheit wichtiger als die Traumfigur. Da ich all die Jahre immer wieder mit dem Gewicht zu kämpfen hatte und so, habe ich gemerkt, das ist nicht der Hauptfokus, schlank zu sein oder so, sondern dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle. Und somit habe ich mich eigentlich versöhnt mit dem, ich muss nicht mehr einem Ideal nachgehen, sondern ich kann mich selber leben und spüren, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Und dementsprechend verhalte ich mich auch. Wie Sie in der Sendung gesehen haben, ist Graziella Rogers ausgebildete Visagistin. Wir verlosen den Gutschein im Wert von 160 Franken für einen Schminkkurs mit ihr. Wenn Sie den gerne gewinnen möchten, dann beantwortet Sie einfach folgende Frage richtig bis am nächsten Donnerstag. Was für ein Hobby hat Romana Vicky Halder? Nächste Woche begrüßt sie Rudi Josoran, sein Thema «Zwischen Tumor und Hoffnung». Und in 2 Wochen begrüße ich sie wieder, dann wollen wir wissen, wie es bei Herr und Frau Schweizer mit den Nachbarn so läuft. Bis dann sage ich Tschüss, machen Sie es gut und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.